Hier im Augsburger Mozarthaus findet am 21. Mai ein ganz besonderes Konzert statt. Stefanie Knauer spielt zusammen mit Jakob David Rattinger Stücke aus den Bach-Abel-Konzerten. Frau Knauer, wie sind Sie denn darauf gekommen, zusammen zu spielen? Ich glaube, ich habe dich einfach angemeldet, kann es sein? Ja. Mhm. Genau. Und es ist auch wunderbar, eben mit der Gambe zusammen, mit so einem tollen Künstler zusammen. Ich freue mich sehr. Wie sind Sie denn zur Musik gekommen und was hat Sie besonders am Hammerstein-Flügel so fasziniert? Die Liebe zum Instrument kam in der Kindheit. Die Schwester hat Klavier gespielt. Ich wollte es nachmachen und bin dann beim Klavier geblieben. Man muss auf das Instrument auch eingehen und wenn man sich dann gegenseitig kennenlernt, entdeckt man ganz neue Welten. Also ein Instrument zeigt einem auch, wie die Stücke zu spielen sind. Das ist eine wunderschöne Gelegenheit, jedes Mal mit dem Steinflügel zu arbeiten. Herr Rattinger, Sie spielen auf der Gambe. Können Sie uns hierüber kurz was erzählen? Die Gambe ist ein sehr besonderes Instrument. Es war sehr beliebt, vor allem im Barock, und ist dann ausgestorben. Das Besondere am Instrument ist, es sieht im ersten Moment aus wie ein Cello mit einem Bogen. Man streicht es. Es klingt vielleicht auch etwas ähnlich im ersten Moment. Aber das Besondere an dem Instrument ist, es hat mit dem Cello oder mit den Violininstrumenten gar nichts zu tun. Es ist nämlich eigentlich eine Gitarre. Und eine der großen Charakteristika des Instruments, die immer beschrieben wurde, ist, dass es eines der Instrumente ist, das der menschlichen Stimme am nächsten ist. Und das war vor allem in dieser Musik sehr, sehr wichtig. Also, dass man den menschlichen Ausdruck der menschlichen Sprache und den menschlichen Affekten sehr nahe kommt. Sehr herzlich einladen, diesen Sonntag zu uns in dieses Konzert zu kommen. Es wird nicht nur Mozart geben, sondern wir werden uns einem ganz interessanten Thema widmen, das Mozart leicht streift, und wir werden die Wurzeln der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart beleuchten. Wir laden Sie sehr herzlich ein, diese Reise mit uns gemeinsam zu gehen.